Volk vom Mund der Fu. Jeder weiß, dass man zu St. Michaelis am 29. September auf keiner Almhütte mehr sein darf. Da die Alpen zu dieser Zeit dem schaurigen Nachtvolk gehören. Den Menschen war es strengstens verboten, dieses Gebiet zu betreten, da es bis Mai den Fänken und den Bützen gehörte. Als die Hirten die Herde ins Tal hinuntertreiben wollten, fiel den Oberhirten auf, dass der beste Stier fehlte. Ja. Drü. Dort. Set. Igo. Eid. Norm. Zehne. Nün. Elfe. Umbir. 13. 14. Kjönet. 16. Während seine Helfer dem Tal zueilten, suchten die Hirten verzweifelt nach dem Tier. Nach einiger Zeit fanden sie den vermissten Stier auf einem großen Felsen. Ja, der Dome ist ja der Stier. Hi. Aber jetzt hol mir ihn. Jetzt kannst du mir glauben. Das will ich sehen. Komm, jetzt gehen wir rauf. Was denkst du denn? Du Stier, du. Die Weiber sind unter. Also gang ein. Futter. Ach, ja. Du kriegst schon die Futter. Aber jetzt geh rein. Okay. Ja, aber sofort. Okay. Zu ihrem Unglück war es aber bereits zu spät für einen Abstieg. Die Hirten redeten sich ein, dass sie stark und mutig genug für eine weitere Nacht allein in der Hütte seien. Zu ihrem Unglück war es aber bereits zu spät für einen Abstieg. Die Hirten redeten sich ein, dass sie stark und mutig genug für eine weitere Nacht alleine in der Hütte seien. Sie banden den Stier im Stall an und als sie in die gute Stube gingen, bemerkten sie, dass sie zwar nichts mehr zum Essen hatten, die Ofenbank jedoch noch warm war. Also, wenn wir nichts zum Essen haben, würde ich sagen, wir liegen uns um und schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Sofort, nachdem sie sich hingelegt hatten, schliefen sie tief und fest ein. Um Mitternacht öffnete sich plötzlich die Stubentüre. Und als sie die Augen öffneten, waren gerade unheimliche Wesen dabei. Die Hütte zu betreten. Sie konnten sich gerade noch, ohne gesehen zu werden, unter die Ofenbank rollen. Sie sahen sich um und erblickten fürchterliche Gestalten, die ihre Köpfe entweder unter dem Arm trugen oder keine Augen mehr hatten. Sie zogen den Stier hinter sich her und wetzten bereits die Klingen für die Schlachtung.